Ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 19. Das ist der Antrag der Fraktion der CDU und von Bündnis 90 die Grünen 202357 Weidetierprämie 2020. Vereinbarte Redezeit sind 10 Minuten, da es ein Setzpunkt ist. Wen darf ich als Ersten aufrufen? Den Antragsteller. Das ist der Kollege Müller. Herr Kollege Müller aus Witzenhausen, Sie haben das Wort für 10 Minuten. Bitte schön. Herr Präsident. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer auf der Tribüne, als wir 1984 unseren landwirtschaftlichen Betrieb gegründet haben, hatten wir 53 Hektar Grünland. Hatten wir 53 Hektar Grünland dort in Witzenhausen zur Verfügung und nicht, schönen Dank, und nicht einen Quadratmeter Ackerland. Ja. So, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das Wort hat der Kollege Müller. Und ich darf Sie trotz früher Stunde um die uneingeschränkte Aufmerksamkeit für den Kollegen Müller bitten. Und das geht natürlich nicht von seiner Redezeit ab. Bitte, Kollege Müller, Sie haben das Wort. Es ist ein wichtiges Thema. Die ersten Maßnahmen, die wir damals gemacht haben als Landwirte in Witzenhausen, waren Grünland in Ackerland umwandeln. Und da waren wir nicht die Einzigen, die das gemacht haben, sondern das waren sehr viele auch meiner Kolleginnen und Kollegen. Das liegt einfach daran, dass die Wertschöpfung auf dem Ackerland deutlich höher ist als auf Grünland. Inzwischen ist deshalb der Grünlandanteil überall in Deutschland und auch in Hessen geschrumpft. Aber es gibt jetzt zum Glück immerhin schon ein Grünlandumbruchverbot. Und obwohl das vielen Kolleginnen und Kollegen eigentlich nicht schmeckt, ist es gut so, dass es das gibt. Der Grünlandanteil in Deutschland beträgt jetzt 29%. In Hessen sind es immerhin noch 38%. Damit in Hessen immerhin mehr als in vielen anderen Bundesländern. Bei dem übrig gebliebenen Grünland, das jetzt noch bewirtschaftet wird, handelt es sich in der Regel um sogenanntes Dauergrünland oder absolutes Grünland. Und das befindet sich auch meistens in den benachteiligten Gebieten in Hessen. Meine Damen und Herren, Grünland liefert nicht nur Viehfutter, sondern es hat ganz viele wertvolle Funktionen für unsere Umwelt. Grünland ist meistens ein Hort der Biodiversität mit seiner vielfältigen Pflanzenwelt und den zahlreichen Insekten. Und unter der Grünlandnarbe befindet sich ein riesengroßer CO2-Speicher in Form von Humus. Oftmals finden wir unter Grünland das Dreifache an Humus und damit auch das Dreifache an gespeicherten CO2 als in der Ackerkrume. 0,1% mehr Humus speichert etwa 3 bis 6 Tonnen CO2. Das ist ein riesengroßer Beitrag zum Klimaschutz. Dieser große CO2-Speicher lässt sich durch Humusbildung noch weiter steigern. Bedingt, und zwar insbesondere durch Beweidung, bedingt durch das ständige Abfressen der oberirdischen Pflanzenbestandteile, wächst besonders die Wurzelmasse der Gräser und der Kräuter. Und diese Wurzelmasse der Gräser und Kräuter wird einmal im Jahr komplett erneuert. Und das bedeutet, dass die komplette Wurzelmasse auch zur Verfügung steht, Humus zu bilden. Es gibt auch schon Ideen, den Humusgehalt und damit die CO2-Speicherung zur Basis von Agrarförderung zu machen. In der Praxis laufen da bereits erste Versuche, übrigens auch mit Unterstützung durch hessische Förderprogramme, z.B. das EIP Agri. Ein Programm, was wie viele oder wie eigentlich alle Programme offen ist für konventionelle Betriebe und für Ökobetriebe. Leider ist die Weidehaltung an sich für die Bäuerinnen und Bauern immer unwirtschaftlicher geworden. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Heute werden Wiederkäuer, insbesondere auch Milchvieh, zunehmend mit Kraftfutter gefüttert. Dazu gehört auch Mais und im Stall gehalten. Schon früh, als ich meine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht habe, in den Ende der 70er Jahre, da wurde schon der Spruch geprägt, unsere Kühe weiden am La Plata. Das La Plata, dieser Titel hat es übrigens auch zu einem Film gebracht, einen sehr alten Film, den man auch heute noch ansehen kann. Das La Plata war damals das Synonym für die Herkunft vieler Importfuttermittel. Also auch durch diese Importfuttermittel wird die Grünlandnutzung weiter zurückgedrängt. Deshalb gilt, die Weidetierhalter brauchen heute unsere besondere Unterstützung, damit das Potenzial des Dauergrünlands nicht verloren geht.
Und genau deshalb haben wir in unsere Koalitionsvereinbarung aufgenommen, dass wir uns beim Bund und bei der Europäischen Union für die Einführung einer bundesweiten Weidetierprämie einsetzen werden. Leider haben die Bemühungen bisher keinen Erfolg gehabt. Es gibt auch immer noch erhebliche Widerstände in Deutschland an so einer Regel. Und in diesem Fall haben wir uns als Regierungskoalition gemeinsam mit der CDU vereinbart, eigenständig tätig zu werden. So steht es auch in unserer Koalitionsvereinbarung. Und da muss man jetzt noch einmal ganz deutlich sagen, jetzt zeigt sich ein weiteres Mal, dass Hessen Wort hält. Wir werden noch für dieses Jahr 1 Million € für die Weidetierhaltung zur Verfügung stellen. Wir machen uns aber auch nichts vor. Damit können wir eine ganze Menge erreichen, aber nicht so viel, wie wir eigentlich möchten und was eigentlich nötig wäre, um die Wirtschaftlichkeit dieser Betriebe nachhaltig zu verbessern. Deshalb konzentrieren wir uns mit dieser Summe zunächst auf die Weidetierhalter, die es am nötigsten haben. Und das sind die Schaf- und Ziegenhalter hier in Hessen. Nicht umsonst sind gerade diese Betriebe und ihre Betriebe bzw. die Betriebsleiter, und es waren ja auch einige Tiere dabei, auf dem Luisenplatz hier im Januar vorstellig geworden und haben auf ihre Interessen aufmerksam gemacht. Schaf- und Ziegenhaltende Betriebe pflegen insbesondere Naturschutzflächen und wenig ertragreiches Grünland. Wenn man solche Flächen beweidet, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, nimmt man ganz geringe Zunahmen bei den Tieren in Kauf, und das schmälert den Gewinn. Deshalb noch einmal, wir setzen unser Hauptaugenmerk jetzt auf diese Zielgruppe. Ein Problem, was die Betriebsleiter haben, ist die De Minimis-Regel der EU. Bei der Weidetierprämie werden wir es deshalb zunächst nicht vermeiden können, dass diese Förderung De Minimis relevant ist. Besonders die großen Schafhalter, die so etwa ab 250 Tiere, werden die De Minimis-Regel der EU als einen Deckel bei der Förderhöchstsumme erleben. Das ist schade, aber es lässt sich im Moment nicht ändern. Aber um diesen Effekt abzumildern, erwarten wir von der Landesregierung, dass sie das Förderprogramm Herdenschutzprämie Plus in ein 5-jähriges EU-notifiziertes Programm überführt. Dadurch werden wir erreichen, dass zumindest diese Förderung aus der De Minimis-Regel herausfällt und sich nicht mit der Weidetierprämie zusammen addiert. Meine Damen und Herren, mit diesen Maßnahmen werden wir nicht alle zufriedenstellen können, aber wir haben deutliche Schritte für eine Verbesserung der Lage der Schaf- und Ziegenhalter in die Wege geleitet. Der Schlüssel für weitere Verbesserungen durch Transferzahlungen sind Direktzahlungen aus der ersten Säule der EU. Das habe ich hier an dieser Stelle schon mehrfach gesagt. Schon in der jetzt noch laufenden Förderperiode wäre es möglich gewesen, eine Weidetierprämie einzuführen und auf diese Karte zu setzen. Deutschland hatte sich damals dagegen entschieden. Eine bundesweite Förderung, auch mit Geldern aus der EU, böte auch die Chance, den Rinderhaltern, die einen wirklichen Weidegang praktizieren, auch von der Förderung profitieren zu lassen. Ich spreche ausdrücklich von den Rinderhaltern, die auch eine wirkliche Weidetierhaltung machen. Denn wir haben bei den Rinderhaltern reden wir auch oft mittlerweile in der Praxis von der Joggingweide. Eine Joggingweide ist nur etwas, da vertreten sich die Kühe ein bisschen die Beine, schnappen etwas frische Luft und tanken ein paar Sonnenstrahlen und müssen dann leider wieder in den Stall zurück. Meine Damen und Herren, wenn man heute ernsthafte Gespräche mit Praktikern führt, erfährt man auch dort, dass nur noch wenig Vertrauen in die Sinnhaftigkeit der Direktzahlung in seiner bisherigen Form besteht. Viele meiner Kollegen nehmen wahr, dass das Geld nicht bei Ihnen landet, sondern zu einem großen Teil bei den Eigentümern von Grund und Boden. Und da wir mittlerweile so viele Pachtbetriebe haben, kommt das bei den Landwirten selber, die Betriebe bewirtschaften, gar nicht mehr an. Klar, wenn man diese Zahlung einfach einstellen würde, dann würde ein Riesenloch in der Kasse klaffen. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Deshalb, so kann es nicht gehen, nicht einfach die Direktzahlung abschaffen. Aber wir müssen dringend einen behutsamen, aber auch einen deutlichen Systemwechsel einleiten,
der die gewünschten Leistungen an die Landwirtschaft benennt und anschließend vergütet. Meine Damen und Herren, eine dieser Leistungen sind die, die die hessischen Schaf- und Ziegenhalter tagtäglich erbringen. Vielen Dank deshalb an die vielen Schaf- und Ziegenhalter, die das machen, und vielen Dank an Sie für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Müller. Nächste Rednerin für die Fraktion der Christdemokraten ist die Kollegin Arnold. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Wolfsschutz kontra Artenschutz. Unter dieser Überschrift beschrieb die lokale Zeitung in meinem Wahlkreis vergangene Woche einen Fall, in welchem vermutlich ein Wolf ein Kalb gerissen hat. Wolfsschutz kontra Artenschutz. Dieser Überschrift fehlt es natürlich an einer gewissen Logik. Denn Wolfsschutz ist gleich Artenschutz. Es sind nur eben zwei verschiedene Arten, die hier ums Überleben kämpfen. Aber der Artikel wirft natürlich eine wichtige Frage auf, die in diesen Tagen häufiger gestellt wird. Ist ein Wolf mehr wert als die Tiere, die er frisst? Ich will an dieser Stelle nicht tiefer in das Feld der Naturschutztheorie und der Ethik eintauchen, denn das, was die Menschen da draußen von uns erwarten, sind keine philosophischen Debatten, sondern praxistaugliche Lösungen für die Probleme, die jetzt vorhanden sind. Wir werden dem Wolf nicht beibringen können, welche Tiere er fressen darf. Und wir werden es den Weidetieren nicht beibringen bzw. ermöglichen können, sich selbst zu verteidigen oder zu fliehen. Der Kampf zwischen Wolf und Weidetier, den Kampf können wir also nicht einfach der Natur überlassen. Denn es ist keine naturgegebene Ausgangssituation. Stattdessen müssen wir aktiv in den Konflikt zwischen Raub- und Beutetier eingreifen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich eigentlich die Weidetierhalter. Sie sind es, deren Voll- oder Nebenerwerbstätigkeit nun mit der Rückkehr des Wolfes unattraktiver wird. Unattraktiver dahingehend, dass man in ständiger Sorge um die Tiere leben muss, für deren Wohlergehen man verantwortlich ist. Unattraktiver aber auch dahingehend, dass die Arbeitsbelastung steigt und es hierfür keinen Ausgleich in Form einer höheren Entlohnung für den Mehraufwand gibt. Und nun trifft es mit den Weidetierhaltern eine Berufsgruppe, die nicht gerade dafür bekannt ist, dass man sich mit seiner täglichen Arbeit eine goldene Nase verdienen kann. Und setzt man die Arbeitszeiten und die Arbeitsbedingungen in Relation zum Einkommen, dann kann man bei Weidetierhaltern wohl ohne Zweifel von Idealisten sprechen. Dieser Idealismus, die Liebe zur Natur und zu den Tieren, mag nun noch so groß sein. Wenn man sich mit den Weidetierhaltern unterhält, wird schnell klar, dass viele angesichts der aktuellen und künftig wohl steigenden Belastung ans Aufgeben denken. Und nun sind wir nicht mehr in der Situation wie noch in den vorherigen Jahrhunderten, als der Konflikt zwischen Wolf und Nutztierhaltung zu einer Ausrottung des Wolfes geführt hat. Darum brauchen wir auch nicht Lösungen von damals. Was wir aber brauchen, das sind die Weidetierhalter von heute und das sind die Weidetierhalter von morgen. Wir brauchen Ihren Einsatz und Ihre Form der Tierhaltung für die Pflege unserer Kulturlandschaft und für den Erhalt wertvoller Landschaftsgebiete wie bestimmter Biotope sowie für die Bewahrung einer Tradition.
Die Tiere sorgen auf natürliche Weise für eine gesunde Umwelt, für den Erhalt eines gesunden Grünlandes durch die kurzen Grasnarben und den oberflächlich verdichteten Boden oder die Verhinderung einer Verholzung durch grünen Verbiss, wodurch mehr Raum entsteht für Kräuter und Gräser. Pflege durch Nutzung ist hier das Stichwort. Und ebenso erscheint es in unserer Zeit nicht mehr angemessen, dass es günstiger ist, Fleisch und Wolle aus Neuseeland oder Australien über zigtausende Kilometer einfliegen zu lassen, als diese hier vor Ort zu produzieren. Und in dieser Situation genügt es für die Weidetierhalter nun nicht, wenn wir ihnen unsere Anerkennung für ihre Arbeit aussprechen und ihnen Respekt zollen für ihren großen Einsatz, den sie wahrlich verdient haben. Von Anerkennung allein lässt sich nun einmal nicht leben, lässt sich nicht wirtschaftlich arbeiten. Und darum wollen wir, dass Weidetierhalter für ihre Leistungen nicht nur ideelle, sondern auch finanzielle Anerkennung bekommen. Und hierbei wäre es nur logisch, wenn es eine bundeseinheitliche Lösung geben würde. Schließlich sind die Weidetierhalter in Hessen mit ihrer Situation leider nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Aber nach der Abschaffung der Muttertierprämie auf Bundesebene vor 15 Jahren fehlt es bislang an wirksamen Förderinstrumenten, welche den Weidetierhaltern das wirtschaftliche Überleben sichern und ihnen vor allem eine Zukunftsperspektive bieten könnten. Mittel- und langfristig ist ein solcher Weg mit einer Unterstützung der Weidetierhalter durch die Bundesebene und auch die Europäische Union aus unserer Sicht unabdingbar, weshalb wir die Initiative unseres Bundeslandes ausdrücklich begrüßen, dass man sich über den Bundesrat für eine auskömmliche und bundeseinheitliche Weidetierprämie einsetzt. Kurzfristig jedoch können wir den Weidetierhaltern nur helfen, wenn wir nicht auf andere warten, sondern selbst aktiv werden. Es gibt ohne Zweifel bereits eine Reihe von Instrumenten, die in Hessen existieren und die ihre Wirkung auch entfalten. Und an dieser Vorarbeit müssen wir nun anknüpfen und als ersten Schritt die flächenbezogenen Herdenschutzprämie für den Erhalt der Weidetierhaltung in unserem Bundesland erhöhen auf 40 Euro pro Hektar. Zugleich erkennen wir gemäß der in unserem Koalitionsvertrag formulierten Ziele die Leistungen der Weidetierhalter im Bereich der Landschaftspflege an, indem wir eine eigene Prämie für die extensive Beweidung mit Schafen und Ziegen einführen. Zur optimalen Ergänzung der flächenbezogenen Herdenschutzprämie wird sich diese Weidetierprämie an der Zahl der gehaltenen Tiere bemessen. Und Kollege Müller hat schon ausgeführt, hierfür stellen wir noch in diesem Jahr eine Summe von 1 Million € zur Verfügung. Zugleich wünschen wir uns aber auch eine Prüfung dahingehend, ob die Förderung für die Haltung seltener Nutztierrassen auch noch weiter ausgebaut werden kann. Meine Damen und Herren, bei der Weidetierhaltung gehen Tierschutz, Artenschutz und Naturschutz Hand in Hand. Und es sollte nicht zur Debatte stehen, dass wir sie einfach aufgeben und ihrem Schicksal überlassen. Erst vor Kurzem, im letzten Plenum, haben wir an dieser Stelle betont, dass wir uns auch der Herausforderung mit der Rückkehr des Wolfes annehmen und die ökonomischen Folgen für die Weidetierhalter unbürokratisch abfedern wollen. Mit der Weidetierprämie ergänzen und vertiefen wir diesen Ansatz noch einmal, damit die Weidetierhaltung in Hessen nicht nur eine Tradition, sondern eine Zukunft hat. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Frau Kollegin Arnold. Nächster Redner für die Fraktion der SPD ist der Kollege Heinz Lotz. Bist du vorbereitet? Ja, sehr gut.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch wir als SPD unterstreichen die Bedeutung der Weidetierhaltung. Es geht bei der Haltung von Schafen und Ziegen um mehr als um Fleisch, Essen oder Pullover stricken. Aber auch bei allen anderen Tieren, die auf den Weiden gehalten werden, die Weidetierhalter leisten einen wertvollen Beitrag, wir haben dies schon gehört, für den Naturschutz, die Landschaftspflege und die Biodiversität. Außerdem ist es gut für die Tiere, es ist damit gut für das Tierwohl. So, meine Damen und Herren, das sind hier in unserem Landtag so die seltenen Momente, bei der wir eine Flasche Shampoos öffnen könnten. Denn in diesen Punkten sind wir uns, denke ich, alle einig. Wir dürfen uns auch einig sein, dass es nicht verkehrt sein kann, wenn das Land Hessen die Weidetierhalter in ihrer Arbeit unterstützt. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen von CDU und Grünen, Sie haben einen Antrag für die Weidetierprämie eingebracht. Ich kann mich noch genau an die Demonstration der Weidetierhalter hier in Wiesbaden erinnern. Da haben wir alle parteiübergreifend den Weidetierhaltern quasi in die Hand versprochen, dass wir sie besser unterstützen wollen, als es bislang der Fall ist. Nun stimmen wir in allen Punkten des Antrags nicht zu 100% zu, aber wir sind uns einig, dass die Leistungen der Weidetierhalter eine hohe Anerkennung verdienen. Deshalb werden wir als SPD-Fraktion konstruktiv die Maßnahmen unterstützen, die dem negativen Trend entgegenwirken. Kurz, damit es überhaupt vorwärts geht, werden wir dem Antrag so zustimmen. Aber ich möchte doch ein paar Punkte ansprechen. Denn natürlich sind wir hier und da anderer Meinung. Oder, um es provozierend mit Goethe zu sagen, wer allzu grün macht, den fressen die Ziegen. Der Antrag von CDU und Grünen beschreibt unter Punkt 5 die Bedingungen des Flächenbesitzes. Da geht es um die Erhöhung der Herdenschutzprämie auf 40 € pro Hektar. In der Realität ist das leider aus unserer Sicht nur reine Symbolpolitik, die den Haltern im Prinzip nicht weiterhilft, vor allem nicht den Wanderschäfern, die eben keine eigenen Flächen besitzen. Wenn man überlegt, dass Besitzer von landwirtschaftlichen Flächen bereits über die erste Säule der gemeinsamen Agrarpolitik mit Steuermitteln ganz einfach die Flächen vergütet bekommen und dafür keinen gesellschaftlichen Gegenwert schaffen, so erhalten Weidetierhalter für ihre eigenen beihilfefähigen Flächen bundeseinheitlich entkoppelte Direktzahlungen. 2018 waren das immerhin im Schnitt 286 € pro Hektar. Wanderschäfer schauen dann allerdings dumm aus der Wäsche. Daher wäre es für CDU und GRÜNE nur folgerichtig, wenn sie der SPD-Forderung nach einem radikalen Umbau des europäischen Agrarfördersystems folgen. In einem ersten Schritt geht Ihr Antrag
allerdings in die richtige Richtung. Aber in der Konsequenz, meine Damen und Herren, muss die hessische Devise in Zukunft lauten, öffentliche Gelder nur für gemeinwohlorientierte Leistungen. Ich persönlich finde es bedauerlich, dass die Förderung der Weidetierhalter aus der zweiten Säule in den Bundesländern sehr unterschiedlich erfolgt. Da wäre es wünschenswert, wenn wir uns zumindest in den Flächenländern auf einheitliche Förderungen einigen könnten. Hier muss ich leider auch sagen, dass uns einige Bundesländer in der Förderung weit voraus sind. Auf Bundesebene wurde immerhin auch auf Druck der SPD dafür gesorgt, dass für das Jahr 2020 statt bisher 4,5% nun 6% von der ersten in die zweite Säule überführt wird. Das entspricht ungefähr 75 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr für Agrar-, Umwelt-, Klima- und Tierschutzmaßnahmen, aber auch Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raums. Das erzähle ich, meine Damen und Herren, nur deshalb so ausführlich, damit klar wird, woher das Geld kommt, das hier verteilt werden soll. Ich möchte aber auch noch auf einen weiteren Punkt zu sprechen kommen. Auch wenn wir die Weidetierprämie losgelöst betrachten sollten, möchte ich kurz die finanzielle Unterstützung beim Herdenschutz ansprechen. Es ist der SPD-Fraktion wichtig zu betonen, dass der Herdenschutz auch dort finanziell unterstützt werden soll, wo der Wolf sich noch nicht ausgebreitet hat. Und das gilt vor allem auch bei uns in Hessen. Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen. Die SPD ist dabei, wenn konstruktive Maßnahmen für den Erhalt der Weidetierhalter auf den Weg gebracht werden sollen. Allerdings gilt dabei für uns die Devise, die ich vorhin schon erwähnt habe, öffentliche Gelder nur für Leistungen für das Gemeinwohl. Der Antrag von CDU und GRÜNEN ist aus unserer Sicht ein erster kleiner Schritt, aber auch nicht mehr. Wir müssen dann auch einmal feststellen, wie wird mit der 1 Million überhaupt gefördert. Wird pro Kopf der Tiere gefördert? Wird nur Fläche gefördert? Und wie hoch sind die Förderbeträge? Meine Damen und Herren, wir werden das, gehe ich davon aus, ausführlich im Umweltausschuss diskutieren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege Lotz. Nächste Rednerin für die Fraktion der Freien Demokraten ist die Abg. Wiebke Knell. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Die Demonstration der Weidetierhalter im Januar hat sehr eindrucksvoll die prekäre Lage der Weidetierhalter in Hessen offenbart. Verschärft wurde diese Situation durch die Wiederansiedlung des Wolfes. Deshalb hatten wir Freie Demokraten im vergangenen Plenum die Situation der Weidetierhalter auch zum Setzpunkt gemacht. Danke. In der Debatte herrschte in Bezug auf die wirtschaftliche Situation der Weidetierhalter große Einigkeit. Wer auf der Demo mit den Weidetierhaltern gesprochen hat, weiß, dass die Weidetierhalter aus nackter Existenznot auf die Straße gegangen sind. Schafhalter sind überwiegend Familienbetriebe im Nebenerwerb. Wirtschaftlich ist die Weidetierhaltung einer der einkommensschwächsten Zweige der Landwirtschaft. Das heißt, dass Schaf- und Ziegenhalter diese Erwerbsform mit viel Herzblut und Idealismus betreiben. Dazu kommt, dass die Weidetierhaltung für die Artenvielfalt und auch für die Offenhaltung unserer Kulturlandschaft einen enorm wichtigen Beitrag leistet. Die Koalition stellte in der Debatte eine Weidetierprämie für 2021 zunächst in Aussicht. Ich hatte in meiner Rede dann die Hinhaltetaktik und vor allen Dingen
auch die Aussage des Ministeriums in der Frankfurter Rundschau kritisiert, dass es im Haushaltsjahr 2020 keine Bewegung mehr geben kann. Das war ja eine etwas seltsame Argumentation, wo doch der Haushalt erst heute Nachmittag beschlossen wird. Insofern bin ich durchaus positiv überrascht, dass es hier einen überraschenden Meinungsumschwung in der Koalition gegeben hat. Der nun im Haushaltsausschuss beschlossene Änderungsantrag ist ein wichtiger Schritt, und wir sehen das als Erfolg der Weidetierhalter und ihrer Initiativen an, dass dies möglich wurde. Vielleicht hat auch unser Setzpunkt und die Feststellung, dass Änderungsanträge zum Haushalt 2020 noch möglich sind, auch dazu beigetragen. Wir begrüßen jedenfalls, dass die gemeinsame Verabschiedung des Änderungsantrags im Haushaltsausschuss möglich war. Wir Freie Demokraten wollen, dass die Weidetierhaltung im Sinne des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Erhalts von Grünland und von Biotopen erhalten bleibt. Und deshalb unterstützen wir auch die Initiative, die die Landesregierung nun auf den Weg gebracht hat. Der Teufel liegt aber, wie auch immer, wie sonst immer, im Detail, denn es kommt ja auf die konkrete Fördermöglichkeit, die Ausgestaltung der Richtlinie an. Denn die Schafhaltung in Hessen ist ja sehr klein strukturiert. Wir haben insgesamt etwa 120.000 Schafe in 5.100 Betrieben. Das sind im Durchschnitt 23 Schafe pro Haltung. Davon werden 42.000 Schafe in Haltung mit weniger als 30 Schafen gehalten. Und wir haben nur 48 Betriebe, die mehr als 400 Schafe halten. Das zeigt also, dass gerade die kleinen Schafhaltungen einen erheblichen Gesamtanteil ausmachen. Und das muss auch bei der Förderung bedacht werden. Der Verband der Schafhalter hält deswegen eine Förderung ab 10 Tieren für sinnvoll. Diese Kleinbetriebe sind wirtschaftlich kein Faktor für die Halter. Sie leisten aber einen wichtigen Beitrag in bestimmten Regionen. Die zweite Frage, wo sich die Koalition im Antrag nicht festgelegt hat, ist der Umgang mit der De Minimis-Regelung. Im Antrag heißt es, dass die Förderung nicht vollständig unter die De Minimis-Regelung fällt. Sollte die geplante Prämie unter die Regelung fallen, wäre das ja eine Deckelung dann nach oben. Gerade die Vollerwerbsbetriebe, deren wirtschaftliche Situation besonders entscheidend ist, werden hier dann beschnitten. Nach Angaben des Verbandes der Schafzüchter und Halter müssten viele dieser Betriebe eigentlich Fremdarbeitskräfte einsetzen, um das Arbeitsvolumen zu schaffen. Ich habe mir das im Odenwald auch einmal selber angeschaut. Da sie aber selber allerdings unter dem Mindestlohn liegen, ja, ist wunderschön da. Herr Keller ist auch heute da. Aber laut Auswertung des LLH liegen die Arbeitsstunden bei den Betriebsleitern bei etwa 4.000 Stunden. Eine Einführung über die De Minimis-Regelung sollte daher unbedingt vermieden werden. Ich verstehe den Antrag der Koalition jetzt einmal so, dass man dies prüfen und erreichen will. Sie haben uns dabei an Ihrer Seite. Es ist also erst einmal ein Einstieg. Was uns aber nicht nur wundert, sondern auch nicht nachvollziehbar ist, dass Ihr ganzer Antrag, auch wenn Kollegin Arnold eben sehr lange auf den Wolf eingegangen ist, aber im Antrag fehlt ja der Aspekt, der die ganze Debatte und die Emotionen der Weidetierhalter erst losgetreten hat, und das war der Wolf. Wird im Antrag nicht einmal erwähnt. Die Herdenschutzprämie soll beibehalten werden, das ist gut, aber es gibt von Ihrer Seite keine Aussage zu der Frage, die alle bewegt. Wie gehen wir denn mit dem Wolf um? Welche Managementziele setzen Sie in Bezug auf die Wiederansiedlung des Wolfes? Das ist schon sehr verwunderlich und lässt sich meiner Meinung nach auch nur mit den unterschiedlichen Auffassungen der Koalitionsfraktionen zu dieser Frage erklären. Wir bleiben aber bei unseren Forderungen nach einem Wolfsmanagement und wolfsfreien Gebieten in Deutschland. Und auch die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht bleibt auf unserer Agenda, natürlich insbesondere in Richtung Bund. Wir unterstützen auch weiterhin die Forderung nach der Erstellung eines wissenschaftlichen Gutachtens zu den Auswirkungen der Wolfspopulation auf das Ökosystem. Dabei sollten insbesondere folgende Faktoren berücksichtigt werden: die Bevölkerung, Weidetierdichte, Auswirkungen auf Wildtiere aller Art sowie die Auswirkungen der durch Wölfe bedrohten Weidetiere auf das Ökosystem, also auch die Biodiversität z. B. im Bereich der Samenausbreitung seltener Pflanzen oder die Abhängigkeit der mit der Weidetierhaltung verbundenen Insektenpopulation auf deren Fressfeinde wie Vögel oder Fledermäuse. Denn es darf nicht sein, dass wir mit einer einseitigen Vorstellung von Natur wertvolle Beiträge zum Erhalt von Artenvielfalt konterkarieren. Ich rufe die Kolleginnen und Kollegen der Koalition auf. Nehmen Sie deswegen
die Proteste der Landwirtschaft und auch der Weidetierhalter ernst, auch wenn es vermeintlich nur eine kleine Gruppe ist. Sie leisten Herausragendes. Die geplante Weidetierprämie ist ein Anfang, aber es geht eben nicht nur um Geld. Es geht auch darum, die Sorgen und Nöte ernst zu nehmen. Und die Weidetierhalter haben auch weiterhin unseren Respekt und unsere Unterstützung verdient. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Knell. Nächste Rednerin für die Fraktion DIE LINKE ist die Abg. Scheuch-Paschkewitz. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, verehrte Gäste! Der Protest der Weidetierhalterinnen hat gewirkt. Auch wir als LINKE streiten seit Jahren für mehr Unterstützung für die Schaf- und Ziegenhalterinnen und Halter. Sie gehören zu den Verlierern einer verfehlten EU-Agrarpolitik, die auf Massenproduktion und Export ausgerichtet ist. Die finanzielle Notlage ist eine echte Bedrohung. Wir brauchen endlich eine existenzsichernde Bezahlung für die wichtige Gemeinwohlarbeit der Weidetierhalterinnen und Halter. Die Folge davon sind prekäre Arbeits- und Einkommensbedingungen, und das ausgerechnet für den Teil der Nutztierhaltung, der die meisten Gemeinwohlleistungen erbringt, und das nahezu unbezahlt. Die Tierhalterinnen und Halter pflegen die Kulturlandschaft und tragen damit maßgeblich zu einer spezifischen Biodiversität bei. Dafür werden sie durch den Markt aber nicht entlohnt. Viele Schäferinnen und Schäfer erwirtschaften nicht einmal den Mindestlohn, trotz Agrarförderung. Das ist inakzeptabel und führt entweder zur Selbstausbeutung oder zur Aufgabe. Beides dürfen wir aber als Gesellschaft nicht hinnehmen. Gemeinsam mit der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen hat DIE LINKE Ende letzten Jahres auf Bundesebene zum wiederholten Male eine Weidetierprämie gefordert. Die gibt es in 22 EU-Mitgliedstaaten. Auch die Mehrheit der Länder im Bundesrat setzt sich für eine Weidetierprämie ein. Aber wie auch schon in der letzten Legislatur steht auch jetzt die CDU im Bund, diesmal in Person von Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner, auf der Bremse. Mit dem Verweis auf andere Förderprogramme wurde die Weidetierprämie auch diesmal mehrheitlich abgelehnt. Dabei ist längst klar, dass die Programme oft nicht oder nur sehr schwer zugänglich sind und für die Betroffenen auch nur eine Aufwandsentschädigung bieten. Sie sind wenig einkommenswirksam und lösen damit das Problem unbezahlter Arbeit nicht. Wenn die CDU in Hessen das Loblied auf eine bäuerliche Landwirtschaft mit extensiver Weidetierhaltung mitsingen will, muss sie auf Bundesebene auch für den entsprechenden Rahmen sorgen. Verpflichten Sie endlich Ihre Landwirtschaftsministerin Klöckner auf einen gemeinwohlorientierten Kurs. Wochenmarkt statt Weltmarkt und öffentliche Gelder nur für soziale und ökologische Leistungen müssen die Grundsätze sein. Es ist gut, dass Hessen die Weidetierprämie jetzt selbst in die Hand nehmen will. Aber ich frage mich, wie hoch die Prämie sein soll. Dazu steht in Ihrem Antrag nichts. Denn selbstverständlich müssen die Weidetierhalter praktisch und finanziell so gut ausgestattet werden, dass sie den Herausforderungen begegnen können. Es muss also Geld in die Hand genommen werden. Sie haben hier einen Betrag von 1 Million € in den Raum gestellt. Wie Sie die Million verteilen wollen, dazu lese ich in dem Antrag leider nichts. Wir fordern eine Weidetierprämie von 30 € pro Tier und Jahr, und das nicht nur für Muttertiere. Das ist das Mindeste.
Und wenn ich von den Zahlen von 2018 ausgehe, da hatten wir bereits nach der prekären Situation der Weidetierhalter gefragt. Da gab es gut 165.000 Schafe und rund 22.000 Ziegen in Hessen. Multipliziert man diese Zahlen mit 30 Euro, kommt man auf notwendige 5,6 Millionen. Wie weit wollen Sie da mit einer Million kommen? Zusätzlich brauchen wir einen Rechtsanspruch auf vollumfängliche Finanzierung von Herdenschutzmaßnahmen, der Anschaffungs-, Installations- und Instandhaltungskosten von Herdenschutzzäunen inklusive der Arbeitskosten. Außerdem die Anschaffungs-, Ausbildungs- sowie Unterhaltskosten für Herdenschutztiere. Wir wollen, dass bei Übergriffen auf Nutztiere in Wolfssiedlungsgebieten für die Auszahlungen der Entschädigungszahlung eine Beweislastumkehr greift. Ergebnis des heutigen Beschlusses muss sein, dass die Weidetierhalterinnen und Halter endlich ohne existenzielle Not ihre wichtige Arbeit tun können. Weil der Antrag der Regierungsfraktion im Prinzip in die richtige Richtung geht, lehnen wir ihn deshalb nicht ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Scheuch-Paschkewitz. Für die Fraktion der AfD spricht jetzt der Abg. Schenk. Herr Präsident, guten Morgen, verehrte Damen und Herren, liebe Besucher auf der Tribüne und am Livestream. Hier geht es um einen Haushaltstitel über 1 Million, und zwar ausschließlich für Weidetierhalter, nämlich Schaf- und Ziegenhalter. Alle anderen sind davon ausgenommen. Hören Sie doch einfach mal zu. Bei der Notlage, in der sich dieser Erwerbszweig befindet, ist die Weidetierprämie grundsätzlich begrüßenswert. Wenn man aber die Zahlen, Daten, Fakten, die ja hier zum Teil schon genannt worden sind, 1 Million auf über 120.000 Tiere aufteilt, dann kommt man auf unter 10 Euro pro Jahr und Tier. Das sind bei diesen kleinen Tierhaltern 200 Euro vielleicht oder ein bisschen weniger. Bei den größeren ist es sogar noch gedeckelt. Also hier ist sozusagen die Idealisten, die werden also auf diese Sache hin nur sozusagen so lange, wie sie das noch mit Freude machen, machen. Aber davon leben wird keiner, und Nachfolger wird es da auch nicht mit geben. Ich frage Sie, was hat die Bauern und auch diese Weidetierhalter in diese Notlage gebracht? Da müssen wir einfach den Blick ein bisschen weiten und schauen mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus, der von Hessen hier immer wieder gezogen wird. Sind es nicht die Globalisierungsverträge der Brüsseler EU, die weitgehende Marktöffnung, Dumpingpreise, die dazu geführt haben, dass Fleisch und Wolle nicht mehr kostendeckend vermarktet werden können? Marktstrukturen sind teilweise weggebrochen. Der partielle Schutz der heimischen Weidetierhalter wie der Landwirtschaft insgesamt wurde in Brüssel geopfert, und zwar mit Zustimmung der deutschen Politik. Alle Regierungsparteien in Bund und Ländern, CDU, Grüne, SPD, auch die Linken, waren immer damit dabei. Schon deshalb wird die Weidetierprämie den weiteren Niedergang der Weidetierhaltung leider nicht aufhalten können. Die Weidetierprämie ist deshalb, und das ist meine Diagnose dazu, zuvörderst eine Werbemaßnahme, die die Sehnsucht von Wählern nach heiler Natur befriedigen soll. Man poliert sein Umweltimage, die Idylle naturnaher Tierhaltung, die biologische Vielfalt, Orchideen und Kalkmalkerwiesen. Genau dieses Narrativ wird auch vom Ministerium von Frau Ministerin Hinz in ihrer Broschüre bedient. Schaf- und Ziegenhaltung in Hessen heißt diese Broschüre. Zu sehen sind romantische Bilder, viel Grün, gesunde Schafe und Ziegen in malerischer Landschaft, viel Ideologie und Klientelpolitik. Dem
steht die harte wirtschaftliche Realität entgegen. Die haben Sie ja auch in Ihrem Antrag beschrieben. Und letztlich ist ja der Antrag und die 1 Million genau dafür gedacht, das ein bisschen abzumildern. Was bisher nicht angesprochen wurde, ist die Altersstruktur dieser Tierhalter. Bei der Demonstration haben wir das ja gesehen. Ü60 war da vorwiegend vertreten. Nachfolger sind meist nicht vorhanden. Der Rückgang, der seit vielen Jahren im Gange ist, die Statistik ist da eindeutig, meist zweistellige Rückgänge, die wird so nicht aufzuhalten sein. Erhalt und Schutz von Weidetieren in Hessen und Hilfe für Tierhalter stehen hier offensichtlich nicht im Vordergrund. Das belegt auch ganz deutlich die Hartleibigkeit dieser Landesregierung bei der Ansiedlung der Wölfe. Hier wird offen Freude über die Rückkehr des Wolfes bekundet. Auch hier scheint man mit Wolfsromantik größere Wählergruppen ansprechen zu können, als umgekehrt bei den Weidetierhaltern zu verlieren. Da kommt das Bild der edlen Wölfe in den Wäldern und die Schafe auf den Wiesen. Und das alles will man miteinander über Wolfsmanagement in Harmonie und Eintracht miteinander bringen. Das wird so nicht funktionieren. Und Gefahren für Menschen, Wanderer, Kinder gehen von den Wolfen nach Expertenmeinung schon überhaupt nicht aus. Das sind alles unbegründete Ängste, geschürt durch Rotkäppchen und der Wolfmärchen. Und der AfD, natürlich. Ja, Frau Paschkewitz, ich habe Ihnen ja gesagt, Sie können ja gerne dann in diese Rudelwälder da gehen. Das ist ja doch Ihnen völlig für jeden, der sich eingehender mit diesem Thema auseinandersetzt, der wird feststellen, wolfssichere Zäune gibt es nur im Zoo oder im Tierpark. Wie dies bei Wanderschäferei gehen soll, mit wandernden Zäunen bleibt ein Rätsel. Auf Weiden hält der Zaun lediglich die Schafe vom Ausbüchsen ab, aber Wölfe nicht davon, die Schafe zu reißen. Das sowohl als auch hilft den Tierhaltern überhaupt nicht. Mit Ihrer Forderung nach wolfsfreien Zonen, da waren Sie ja hier bei Ihrer Demonstration, einem Entweder-Oder finden Sie kein Gehör. Und es geht auch nicht nur um Schaf- und Ziegenhalter. Die werden ja jetzt zunächst einmal bedient. Die Freilandhaltung von Rindern, Ammenkühen, Pferden, Enten, Gänse, überhaupt alles, was sozusagen draußen an Haustieren rumläuft, die können keine Hilfe erwarten. Noch nicht einmal Verständnis von dieser Landesregierung. Ja, da lachen Sie. Gell? Das ist genau so, habe ich mir das vorgestellt. Und dass das eben so ist, das hat man ja bei der Demonstration und auch den Äußerungen von Frau Ministerin Hinz hier gesehen. Die stoßen einfach auf taube Ohren. Die Tierhalter sind auf sich gestellt und stehen unter enormem psychischen Stress. Herdenschutz gibt es nur, kann es überhaupt nur geben in wolfsfreien Zonen. Schweden sollte man hier als Vorbild nehmen. Die Herdenschutzprämie von 40 € pro Hektar, das ist ein Witz. Also da kann ich allen, die das hier schon betont haben, einfach nur Recht geben. Denn also, das sind 400 Meter, wenn man es Quadrat nimmt. Und da soll man einen Zaun machen, wo ein Wolf nicht drüber kommt. So etwas ist ja geradezu nur noch spaßig. Auch die Weidetierprämie wird leider nicht verhindern, dass die sehr wertvolle Arbeit von Schafen und Ziegen zum Erhalt unserer Kulturlandschaft bald der Vergangenheit angehören wird. Was die Landesregierung hier bietet, ist wirkungsloses Placebo. Ohne eine grundlegende Änderung der Landwirtschaftspolitik ist zu befürchten, dass es Landwirtschaft in diesem Land bald nicht mehr geben wird. Die Bauerndemonstrationen, die Grünen Kreuze, machen das überdeutlich. Dazu sollte dringend über eine Abänderung der Brüsseler Globalisierungsverträge nachgedacht werden und partieller Schutz für die heimische Landwirtschaft geschaffen werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Schenk. Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Hinz.
meine Damen und sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will nur zwei Sätze zu meinem Vorredner verlieren und mich dann dem eigentlichen Thema wieder zuwenden. Wir bemühen uns in Hessen um eine realistische Umgangsweise mit der Rückkehr des Wolfes. Das ist das eine. Hier unterstützen wir alle diejenigen, die in der Landwirtschaft tätig sind. Und zu dem Thema wolfsfreie Zonen möchte ich doch nur den Fakt nennen, dass bei uns in Hessen bislang mehr Wölfe, die durchzogen, überfahren wurden, als bislang überhaupt gesehen wurden und möglicherweise ein Wolf in Hessen ansässig wird in diesem oder nächsten Monat. Das ist Fakt, und damit sollte sich vielleicht auch die AfD mal beschäftigen. Also bei aller Besorgnis, die ich nachvollziehen kann bei den Weidetierhaltern und Weidetierhaltern, glaube ich, ist es doch sinnvoll, dass man hier auch die Kirche im Dorf lässt und auch anerkennt, wie die Situation ist. Und, meine Damen und Herren, Hessen zeichnet sich durch eine abwechslungsreiche, vielseitige Kulturlandschaft aus. Und jede Region hat ja auch ihre Besonderheiten. Ob es die Hügel des Odenwaldes sind, die Weite der Rhön, das beschauliche Lahndill-Bergland, die Magerrasen im Werra-Meißner-Kreis. Und der Erhalt dieser prägenden Landschaftsbilder haben wir in erster Linie den hessischen Bäuerinnen und Bauern zu verdanken und in ganz besonderer Weise den Weidetierhaltern und Weidetierhalterinnen. Und die Weidetierhaltung ist nicht nur wichtig für die Landschaftspflege, sondern hat insbesondere auch für den Naturschutz einen besonderen Stellenwert. Der Artenreichtum vieler Standorte lässt sich vor allem durch gezielte Beweidung erhalten, weil dadurch Verbuschung zurückgedrängt wird und wertvoller Pflanzensamen durch die Tiere weitergetragen wird. Das gilt insbesondere für die Schaf- und Ziegenhaltung und vor allen Dingen für die Schäfereien, die Wanderschäfereien sind, weil sich das dort weiter fortsetzt, was an einem Fleck wächst, kann woanders dann auch wieder sich ansiedeln. Meine Damen und Herren, es werden bei der Weidetierhaltung bedauerlicherweise oftmals keine kostendeckenden Erlöse erzielt, weil die erzielbaren Preise für Fleisch und Wolle zu niedrig sind. Und auch, das sage ich hier ganz offen und klar, kann die Honorierung der Landschaftspflegeleistung für den Naturschutz den Mangel an Wirtschaftlichkeit nicht ausgleichen. Das schaffen wir nicht, weil die notwendigen Mittel aus der GAP leider nicht zur Verfügung stehen. Und das führt eben dazu, dass die Zahl der Betriebe rückläufig sind über die Jahre, nicht nur in Hessen, aber bedauerlicherweise auch bei uns, dass die Tierbestände abnehmen. Und damit ist mittelfristig die Entwicklung unserer Kulturlandschaft bedroht. Und das muss uns alle besorgen. Und deswegen ist es wichtig, dass die Gemeinwohlleistungen der Schaf- und Ziegenhaltung ausreichend honoriert werden können. Wir können hier nicht auf die neue europäische Agrarpolitik warten. Das wird noch zwei, drei Jahre dauern, bis wir da soweit sind, die neue Programmatik zu haben. Und leider bewegt sich die Bundesregierung trotz Bundesratsbeschluss nicht, den Hessen übrigens erwirkt hat. Wir haben die Initiative eingebracht in den Bundesrat. Ich bin sehr froh, dass die Koalitionsfraktionen sich dazu durchgerungen haben, jetzt kurzfristig 1 Million € für die Einführung einer Weidetierprämie noch in diesem Haushalt
sich einzusetzen. Und damit geben Sie ein starkes und motivierendes Signal für die Schaf- und Ziegenhaltung in Hessen. Ich bedanke mich recht herzlich dafür und bedanke mich auch bei den Fraktionen, die dieses mit unterstützen. Und Herr Lotz, natürlich Weidetierprämie meint Weidetierprämie und nicht Flächenprämie. Insofern ist es auch tatsächlich eine Möglichkeit, die Großen, die wandern, aber auch die Kleineren zu unterstützen. Und wir greifen natürlich die Besorgnisse auf, auch mit einer Weidetierprämie, die sich breit macht bei den Schaf- und Ziegenhaltern bezüglich der Rückkehr des Wolfes. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wir lassen nicht nach. Das will ich hier ganz deutlich sagen. Auf Bundes- und EU-Ebene für die tierbezogene Förderung zu streiten. Nachdem Deutschland vor 15 Jahren hier ausgestiegen ist, hat dies vor allem für Betriebe mit wenig eigener Fläche zu deutlichen Einbußen geführt. Und obwohl heute andere Rahmenbedingungen bestehen und in 22 EU-Mitgliedstaaten nach wie vor tierbezogene Beihilfen für die Schaf- und Ziegenhaltung gezahlt werden, vertritt die Bundesregierung hier eine ablehnende Haltung hinzu. Und Herr Schenk, auch hier hätte es Ihren europakritischen Diskurs nicht gebraucht, weil wir können selber in Deutschland eine tierbezogene Haltungsprämie einführen. Meine Damen und Herren, in den für Ende dieses Jahres anstehenden Verhandlungen zur Umsetzung der künftigen EU-Agrarpolitik wird darüber auch erneut entschieden, wie viel Gemeinwohlleistungen durch öffentliche Mittel finanziert werden. Auch hier hat Hessen dazu beigetragen, dass wir ehrgeizige Bundesratsbeschlüsse haben. Hier haben wir entscheidende Passagen im Koalitionsvertrag. Und ich werde mich jedenfalls dafür stark machen, mit Nachdruck, dass die Wiedereinführung der Schaf- und Ziegenprämie gelingt, auf EU-Ebene Gemeinwohlleistungen besser finanziert werden können und die Bundesregierung diese oder eine nächste die Wiedereinführung der Schaf- und Ziegenprämie auch tatsächlich umsetzt. Und ich sehe bei einigen Bundesländern auch durchaus gleichgelagerte Interessen. Sachsen und Thüringen haben ja die Weidetierprämie bereits eingeführt. An denen werden wir uns auch orientieren, an Thüringen. Was die Frage der Umsetzung der Weidetierprämie angeht, und ich sage ganz deutlich, dieses Jahr ist der Start der Weidetierprämie. Von daher werden wir im nächsten Jahr sicher noch einmal über weiterführende Finanzierung sprechen. Aber wir können in diesem Jahr mit diesem Koalitionsbeschluss starten, und das finde ich sehr gut. Hessen reiht sich nun ebenfalls in die Gruppe dieser Vorreiter ein. Und ich sehe mich da in meinem Ziel gestärkt, die Weidetierhaltung in Hessen zu unterstützen. Und es ist ein weiterer Baustein zur Förderung und Unterstützung der Weidetierhaltung in Hessen. Bereits 2018 hat Hessen als erstes Bundesland eine flächendeckende Herdenschutzprämie für Schaf- und Ziegenhalter eingeführt. Da mögen manche sagen, das ist nicht genug, weil wir keine 100%-Förderung haben. Es ist richtig. Es soll den Mehraufwand finanzieren, und vor allen Dingen finanzieren wir es in ganz Hessen und nicht in einigen Gebieten, die möglicherweise Wolfserwartungsland sind. Und ich glaube, auch dies ist eine wichtige Entscheidung, aber eine richtige Entscheidung aus meiner Sicht. Diese Unterstützung wurde im Jahr 2019 von 17 auf 31 € je Hektar aufgestockt. Dieses Jahr wird sie auf 40 € aufgestockt und gilt dann ab 4 Tieren und 2 Hektaren bereits. Also auch hier eine Erleichterung.
Wir fördern außerdem Tierhalterinnen und Tierhalter mit seltenen Nutztierrassen, darunter das Rhönschaf, das Coburger Fuchsschaf, die weiße deutsche Edelziege. Auch hier werden derzeit jährlich rund 110.000 € aufgewendet. Wir unterstützen Naturschutz-Großprojekte, und wir wollen das Programm auf weitere Nutztierrassen ausweiten. Meine Damen und Herren, natürlich wollen wir, dass viel von den Mitteln bei den Bäuerinnen und Bauern ankommen kann. Deswegen werde ich mich dafür einsetzen, dass die europäische De Minimis-Regelung an dieser Stelle gelockert wird. Es macht keinen Sinn, Geld in die Hand zu nehmen und mit links etwas zu geben, was wir mit rechts wieder abnehmen müssen. Deswegen haben Sie eine klare Aussage. Wir wollen das diesbezüglich ändern. Frau Ministerin, ich weise nur auf die Redezeit der Fraktionen hin. Letzter Satz. Der Fraktionsantrag von CDU und GRÜNEN macht deutlich, dass Weidetierhaltung in Hessen weiter eine hohe Bedeutung hat, eine entsprechende Unterstützung und auch durchaus in dieser Weise gefördert wird. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken und natürlich bei all denen, die täglich ihre Arbeit tun mit ihren Weidetieren. Es ist eine harte Arbeit, das darf man dabei nicht vergessen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Zu Wort hat sich noch gemeldet der Kollege Schenk. Herr Kollege Schenk, Sie haben das Wort für 2 Minuten und 10 Sekunden. Herr Präsident, Frau Ministerin, also, Sie benehmen sich, glaube ich, so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange. Der Wolf ist bei uns in Nordhessen längst eingezogen. Wir haben ja wöchentlich Wolfsrisse. Ich war jetzt gerade am Montag in Rodenburg bei diesem Kalb, was da gerissen wurde, und war bei diesem Bauern, der hat also ein seltenes Höhenrind. Da gibt's nur noch, das ist eine ganz seltene Haustierrasse, wo nur noch 600 Exemplare überhaupt von existieren. Und der hat mir also auch gesagt, wenn das wieder vorkommt, sein Sohn hat schon gesagt, dann werden die 30 Tiere, die er hält, dann doch abgeschafft. Übrigens, die Mutterkuh von dem gerissenen Kalb, die wurde also noch an demselben Nachmittag, weil sie völlig verwirrt war, der Notschlachtung überführt. Ja, das nur mal dazu. Ich weiß nicht, bei uns, wie gesagt, sind die Wölfe sehr lebendig. Die sind nicht unter die Räder gekommen. Und deswegen, da muss ich einfach hier mal entgegenhalten. Und wir reden auch mal über Preise. So ein Kalb bringt heute auf den Markt, und das hat mir der Bauer gesagt, weniger wie 5 Euro. Ich meine, da brauche ich keine Landwirtschaft mehr zu betreiben. Und das liegt eben daran, dass man in der EU, und da muss man einfach mal drüber sprechen, das liegt einfach daran, dass man in der EU im Grunde genommen alle Dämme gebrochen hat, alle Schleusen aufgemacht hat. Und da kommt eben argentinisches Fleisch oder sonst woher. Und da wissen wir nicht, wie es produziert worden ist. Da haben wir keinen Überblick, da haben wir keinen Eingriff und keine Möglichkeit. Und hier lassen wir alles vor die Hunde gehen. Das kann es doch nicht sein. Ja, herzlichen Dank, Herr Kollege Schenk. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Damit sind wir am Ende der Aussprache über den Antrag Drucksache Nummer 20/2357. Ich gehe davon aus, dass wir den Antrag dem ULA überweisen. Das ist der Fall. Dann machen wir das so.